Auf geht's, Rekord. Ja, moin Leute, willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem Final Fantasy VII Remake Let's Plays der ersten Folge. Ich befinde mich in der allerersten Mission, der Anschlag auf dem Makoreaktor. Ich freue mich natürlich, dass ihr einschaltet. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr bis zum Schluss das Let's Play verfolgt. Und für die Leute, die sich mit Final Fantasy VII sehr, sehr gut auskennen und hoffen, dass es nicht irgendein Let's Player, der keine Ahnung hat von dem Spiel, keine Sorge, ich habe den in den letzten 23 Jahren, seitdem das erstmals 97 für die PS1 rauskam, sehr, sehr häufig durchgezockt. Ich kenne mich mit der Story sehr, sehr gut aus. Hier und da wird es sicherlich Lücken geben, weil das letzte Mal schon, ich glaube, so gut 2 Jahre her ist. Es gibt natürlich auch noch ein paar Zusatzmissionen, die es aus dem Original so nicht gab. Und gleich vorweg, ich hoffe natürlich, dass ich in jeder Videosequenz daran denke, hier jedes Mal die Kamera wegzuschalten, wie ich es hier gerade kurz vorgemacht habe. Sollte ich das hier und da vielleicht mal irgendwo vergessen, verzeiht mir das. Das ist mein erstes richtiges Let's Play. Ich bin absoluter Fan der ersten Stunde, seitdem das Original 97 rausgekommen ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Let's Play. Ich gehe hier und da natürlich das Tutorial vernünftig durch, auch wenn ich mich mit dem Gameplay schon vertraut gemacht habe aus der Demo. Wünsche euch jetzt viel Spaß. Wir legen direkt einfach mal los. Und ja, feuerfrei. Ich hoffe, dass der Sound und alles passt. Ich habe jetzt ewig ein bisschen rumgebastelt und wir legen direkt mal los. Halt! Wer ist da? Dein Auftritt. Tutorial geht los. Der Anfang ist relativ simpel. Mit Viereck dauerhaft drauf rumhämmern. Machen wir ganz normale Standardangriffe. Und das möchte ich gleich noch dazu bemerken. Hier am Anfang bekommt man gleich eine Trophäe. Die habe ich schon bekommen. Ich habe ein Problem in meinem PlayStation-Menü. Das kann ich vorab mal noch kurz zeigen. Meine Trophäen werden nicht angezeigt von Final Fantasy. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Das möchte ich nur mal nebenbei kurz bemerken. Er aktualisiert es auch nicht, woran auch immer das liegt. Was zur Hölle? Halt, stehen bleiben! Wir zählen auf dich. Dann gibt es natürlich noch das Tutorial rund um das ATB-System. Deine ATB-Leiste lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Du kannst diesen Prozess allerdings auch beschleunigen, zum Beispiel indem du Gegner mit Viereck attackierst. Maximal 2 ATB-Leisten gibt es. Versucht's nur. Wenn deine ATB-Leiste ausreichend gefüllt ist, kannst du Fertigkeiten, Magien und Gegenstände einsetzen. Dabei werden abhängig vom Kommando 1-2 ATB-Einheiten verbraucht. Das Kommandomenü kannst du mit Viereck aufrufen. So. Und wenn wir das im Fight nämlich machen, gibt es so eine Art Slow Motion. Außerhalb von Kämpfen kannst du jederzeit das Hauptmenü oder die Karte öffnen und dir zahlreiche Informationen ansehen. Und was ich auch ganz geil finde, das ist hier relativ uninteressant, wenn hier so ein Dreiecksymbol auftaucht, kann man über so eine Barrikaden springen. Die Waffe runter! Lauf doch! Was für ein Kerl! Du kannst gegnerische Angriffe mit R1 blocken oder ihnen mit Kreis ausweichen. Ich bin eher so ein Freund von Ausweichen als Blockieren. Wenn du blockst, hältst du das Schwert vor dich und läufst dadurch deutlich langsamer, wie man hier sieht. Ich weiche hier lieber aus und hämmer einfach auf die Gegner drauf ein. Weiter geht's.
Dann kann man mit Dreieck noch Kisten öffnen, wenn man sich ja so einer Kiste nähert. Achso, was übrigens auch noch geht. Moment, ich verdrücke mich ja immer. Mit L2 kann ich entweder eine Map anmachen oder ausschalten. Ich bin ein Freund davon, die Map hier anzuhaben und nicht diese Leiste hier oben. Und wenn man R1 gedrückt hält, das dürfte auch gleich erscheinen als Tutorial, läuft man schneller. Und hier ist noch ein Tutorial, aber auch relativ simpel. So eine Kisten hier kann man einfach wegrotzen. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Ja, nicht das wieder. Bei so einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, bald für dich. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Also, Buff. Komm jetzt. Oh. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Ich habe übrigens das Spiel, wen es interessiert, auf einfach gestellt. Nicht, weil ich nicht denke, dass ich nicht in der Lage bin, das auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zu beenden. Aber die Kämpfe sind deutlich schneller zu meistern und dadurch hält sich das Let's Play, sage ich mal, in Grenzen und zieht sich nicht so ewig. Okay, hier lernen wir, wie wir verschiedene Ziele anvisieren können. Mit R3 drücken können wir einen Gegner anvisieren und je nachdem, ob wir nach links oder rechts mit dem Cursor drücken, können wir dann zwischen den Zielen wechseln. Keine Chance. Okay. Das klingt am Anfang vielleicht so ein bisschen eher wie nicht wie ein Let's Play, sondern wie ein Walkthrough, weil ich kenne die erste Mission durch die Demo, da habe ich schon ein Let's Play drüber gemacht. Und kenne dementsprechend schon den Anfang. Ah, das möchte ich gleich mal noch bemerken. Das finde ich nämlich sehr interessant. Ihr könnt Kampfeinstellung, ihr könnt Schnellbefehle nämlich machen. Das finde ich sehr, sehr geil. Da muss man nicht jedes Mal in diese Slow Motion gehen. Das zeige ich euch auch gleich mal noch. Mit L1 gedrückt halten und 4 kann man zum Beispiel eine Spezialattacke machen. Oder L1 und Kreis kann man sich einen Heiltrank reinschmeißen und muss nicht jedes Mal durch das Menü Kommandos zappen. Hier gibt es nämlich noch das Menü, da kann man hier zwischen Magie und Gegenständen wählen und kann sich hier mit Gegenständen versorgen. Hilfsbereit. Gehört zum Scheiße. Man kann nämlich jetzt, wenn man nicht gerade so eine Schnelltaste wählt oder so eine Schnellbefehlstaste, kann man das Kommando wählen mit X und kann dann halt in Slow Motion, damit man in Ruhe wirklich entweder Fertigkeiten, Magie oder Gegenstände auswählen kann, wechselt man wie gesagt in die Slow Motion und kann hier schön in Ruhe hin und her wechseln. Es ist vorbei! Und sich natürlich auch das Ziel auswählen, wenn man es dann trifft. Es ist auf.
Ich bin bereit. Du bist hier und nicht weiter. Verrecke! Verrecke, hat er gesagt. Mir noch nie aufgefallen. Der Endfight aus der ersten Mission, der hat es in sich, wenn man auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zockt. Das kann ich schon mal sagen. Alleine loyale deswegen. Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kusst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Jetzt kann ich meinen Satz zu Ende führen. Alleine für den Endfight merkt man, da können viele Minuten zwischen den Fights Unterschied sein. Deswegen mache ich das Let's Play halt auf der normalen Schwierigkeitsstufe, auf der einfachen so rum. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft! Was zum... Die Tür! Hey. Aber ich werde es garantiert auch nochmal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durchziehen. Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Eben nur fürs Let's Play nicht. Wenn du Dreieck drückst, führt dein aktiver Charakter seine Spezialfertigkeit aus. Cloud wechselt mit Dreieck aus seiner flinken Allrounder in die Offensivhaltung. Diese ermöglicht stärkere Angriffe auf Kosten der Defensive. Im Klartext, du kassierst mehr Schaden, teilst aber auch mehr aus. Also wir drücken einmal Dreieck, jetzt sind wir in der Offensivhaltung. In seiner Offensivhaltung bewegt Cloud sich langsamer, kann dafür aber stärkere Angriffe ausführen, wie ich es eben schon gesagt habe. Außerdem ist es möglich, geblockte Nahangriffe zu kontern. Allerdings kann Cloud in der Offensivhaltung keine Distanzangriffe oder Magie blocken. Durch Ausweichen wechselt Cloud automatisch zurück zur Allrounder-Haltung. Das ist auch. Bis hier und weiter. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der defensive Spieler, der ständig irgendwelche Angriffe blockt. Und weiter geht's. Ich hämmer gerne drauf ein. Bleib bei der Sache. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Ich passe hier auf. Eine Phönix. Könnte man eigentlich gleich mal auf eine Schnelltaste schmeißen. Gegenstände, Phönixfeder. Der Aufzug ist gerade noch unten. Drück mal den Knopf da. Ich. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Das hielt ich wirklich nicht an. Ich glaube, die Sequenz gab es nicht in der Demo. Bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Hey, Cloud! Ich rede mit dir!
Tatsächlich, ich glaube, in der Demo gab es die Sequenz nicht. Tifa und ich. Abgewürgt. Übrigens wurde das Spiel mit einer Menge Humor gespickt. Hat man in der Demo schon festgestellt. Finde ich absolut geil. Und ich freue mich, wenn die erste Mission zu Ende ist, weil dann kenne ich einfach nichts. Zumindest, wie es neu aussieht. Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Makro aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause. Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Das ist so geil. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. War keine Videosequenz, eigentlich hätte ich die Kamera anlassen können. Ab jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Den kriegt er. Dann mach dich mal nützlich. Also im Klartext, Barrett ist für Fernangriffe absolut Bombe. Er freut sich schon auf seinen Auftritt. So, Tutorial für den Gruppenbeitritt bzw. für das Charakterewechseln. Barrett ist auf Distanzangriffe spezialisiert. Wenn du 4 gedrückt hältst, feuert er mehrere Schüsse hintereinander ab. Wechsel zu Barrett, wenn du aus sicherer Entfernung angreifen möchtest oder Gegner mit einem Nahkampf nicht erreichen kannst. Alles klar. Lesen ist nicht jetzt so meine allergrößte Stärke. Verzeiht mir, wenn ich manchmal ein bisschen ins Stottern komme. Vector, dein Schwert nicht drankommt, übernehme ich. Das erledige ich im Armumdrehen. So. Dreieck können wir aber auch noch drücken. Ihr seht schon, der Dreiecksangriff, der lädt jetzt erstmal nach. Ein mächtiger Angriff quasi, der ein bisschen Zeit braucht. Barrett führt mit Dreieck einen mächtigen Feuerstoß aus, der die ATB-Leiste stark auflädt. Die Spezialfertigkeit hat allerdings eine Nachladezeit, wie ich es gerade schon sagte. Kann ich mir den Rest sparen? Drücke während der Nachladezeit Dreieck, um Energie aufzuladen und die Nachladezeit zu verkürzen. Okay, das habe ich in der Demo schon völlig übersehen. Ah, okay, das ist interessant. Und das nochmal. Moment. Und voll. Okay, das ist geil. So, was haben wir hier? Mit den Steuerkreuztasten oben, unten, links, rechts kannst du nach Lust und Laune bzw. Kampfsituation zwischen Charakteren hin und her wechseln. Mit L2 und R2 kannst du deine Gefährten aber auch befehlen, ihre Fertigkeiten einzusetzen, ohne zu ihnen wechseln zu müssen. Das heißt, wenn ich jetzt auf Cloud wechsle, mit R2 komme ich wieder in die Slow Motion und ich kann in Ruhe auswählen, was Cloud für einen Angriff ausführen soll. Wie zum Beispiel jetzt den Mutangriff auf diesen Kollegen. Zack. Das sind, glaube ich, eher so Sachen, die ich, wie gesagt, ups, keine Ahnung, was ich jetzt gedrückt habe, ich wahrscheinlich weniger nutzen werde. Schluss mit lustig. Übernimm mal.
kriegst für dein Geld. Das ist schön. Weg. So, haben wir alle? Ja, sieht so aus. Okay. Das hätte ich auch allein geschafft. Ja, klar. Was mich später mal noch interessiert, ob ich jetzt quasi hier irgendwie durch die Kante laufen kann, um besiegte Gegner schon, also nochmal aufzusuchen, um so ein bisschen zu leveln, wie man das eben früher aus Rollenspielen wie Final Fantasy so kennt. Das hat man in der Demo nicht testen können. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht, aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Ich hatte ja die Vermutung, dass man hier eine Trophäe kriegt, wenn man nicht einmal getroffen wird. Ich bin mal gespannt. Das darf mich halt nur nicht dumm anstellen. Sprinten kann man R2 gedrückt halten, habe ich schon gesagt. Nummer 1, Moment, gibt es hier eigentlich irgendwas? Nee, ist nicht so aus. Jetzt warte ich lieber kurz. Respekt, Soldat! Ja, sehr gut. Weiter so, Klaus. Okay, und jetzt das Ganze nochmal. Los geht's. Ein Klack, oder? Ach, Kacke, jetzt ist die Sequenz kürzer gewesen. Nee, länger. Shit. Egal. Sieht gut aus, Cloud. Das finde ich schon noch raus, ob man hier eine Trophäe kriegt. Naja, das liegt ja mehr schlecht als recht. Da vorne. Diese Maschinen sind Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Aus dir mag ich Halbmetall. Diese Waffen können genauso hart einstecken wie austeilen. Wir müssen gezielt vorgehen. Und wie genau? Ja, lohnt es sich eigentlich, Barrett zu nehmen? Und zwar im richtigen Augenblick. Moment, den wollte ich nicht nehmen. So, jetzt. Nein, ich will doch Barrett nehmen. Stopp. Und Blitz. Durch bestimmte Angriffe oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner ins Straucheln bringen. Wenn ein Gegner ins Straucheln kommt, wird schockanfällig über seiner Schockleiste angezeigt. Wenn du ihn dann mit Fertigkeiten oder Magie triffst, füllst du deine Schockleiste besonders schnell und steigerst deine Chance, ihn vollkommen wehrlos zu machen. Manche Fertigkeiten oder auch Magie sind dazu besser geeignet, wie zum Beispiel bei einer Maschine Blitz draufhauen. Wer Pokémon kennt, der weiß so ein bisschen, dass es gegensätzliche Elemente gibt, die besonders gut geeignet sind. Feuer macht sich halt eben hier nicht wirklich gut bei einer Maschine. Ich glaube, wir haben ihn. So, jetzt ist er schockanfällig. Unter Schock sind Gegner für kurze Zeit wehrlos und erleiden besonders viel Schaden. Wenn du geschockte Gegner mit deiner Spezialfertigkeit angreifst, kannst du außerdem deine ATB-Leiste sehr schnell aufladen. Nutze diesen Effekt, um deinen geschockten Gegner mit mächtigen Fertigkeiten und Magien den Rest zu geben. Machen wir doch glatt mal. Das ist unsere Chance. Geben wir alles. Weiter geht's. Jetzt halt mal her, ja. Dann mach gleich mal Mutangriff. Zack. Genug. Zack und tschüss. Wem habt ihr es gezeigt? Was für ein... Spätestens bei dem Gegner hätte sich's auch sehr bemerkbar gemacht, ob ich auf normal oder auf leicht zocke. Die Kämpfe sind wirklich sehr, sehr intensiv auf der höheren Schwierigkeit, was ich geil finde. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinen. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Alt genug. Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur blind Befehlen gefolgt, was? Schon gut, kapiert. Bist ein Ersti, fein. Ich Ersti. Bin ehrenwürdig. Geh auf die Knie und baue mir einen Tempel. Wir kommen unserem Ziel der ersten Mission etwas näher. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Hier geht's runter. Die erste Let's Play-Folge zieht sich natürlich ein Stück weit durch das ganze Tutorial. Ich glaube, ich krieg eine Gänsehaut. Vor Angst oder was? Nee, vor Freude! Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt! Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Let's Play einen Daumen da lasst. Ich halte hier die Stellung. Aber wenn ihr neu seid,
und den Rest des Tutorials, nicht des Tutorials, das Let's Plays natürlich bis zum Schluss verfolgt, würde ich mich sehr drüber freuen. Leiter schneller runterrutschen, wie schnell rennen, R2 gedrückt halten. Dafür werden sie bezahlt. Bis hier und nicht weiter. Der andere Kollege noch? Nichts überstürzt. Wurde schon ungeduldig. Ich seh dich. Wie schmeckt dir Unschütz? Außerhalb des Fights kann man nur mit Cloud laufen, wie es übrigens aussieht. Na, zum Glück bin ich ja schwindelfrei. Nützt dir auch nichts, wenn du da runterfällst. So, machen wir mal hier auf die Siefhaltung. Und das war's schon. Weiter geht's. Okay. Die haben wir ja schon. Gleich geht's los. Ich kann's kaum erwarten! Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Auf 20 Minuten. Bei der Demo gab es eine Sondersequenz, wenn man auf 20 Minuten gestellt hat. Ganz schön ambitioniert. Schaff mal locker. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf! Ach nö! So, wir kommen beim ersten Bosskampf. Maschinen sind oft stark gepanzert, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmagie. Tja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Hier kommt Barrett! Auf die Tür! Da geht noch was! Was soll das werden? Er zielt auf dich. Pass auf! Wer hätte das gedacht? Das klappt tatsächlich! Was hast du erwartet? Ja! Na? Ja. Weg, 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 schnell! Oh. Das war's da! Also los. Was ist denn das schon wieder? Wann setzen die denn sowas ein? Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Blitz was bringt über das Schild. Ah, wirkungslos, war klar. Entfernung? Okay, Hammer. So. Wir können uns ja mal vorsorglich schon mit einem Heiltrank versorgen. Alles im Griff. Weil der Gegner hat es wirklich echt mega in sich. Okay, dann wollen wir mal. Auf ihn mit Gewalt! Gerne, nun.
volle Konzentration. Ach, jetzt habe ich zu spät reagiert. Okay. Los. Wir hauen einfach mal daneben. Abschauen! Komm, ziemlich schwach! Jeder hat eine Schwäche. Genug? Das war's! So, erst schockanfällig, einmal ein Blitz. Oh, mein Limit ist gleich das erste Mal voll. In der Demo habe ich das nicht hinbekommen, mein Limit überhaupt mal einzusetzen. Er greift mit seinem Laser an. Nimm dich in Acht. Geht das auch ein bisschen konkreter? Geh hinter irgendwas in Deckung. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen. Ist mein Limit schon voll? Nee, das sieht nicht so aus. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lädt sich dein Limitbalken auf. Bei einer vollen Limitleiste wechselst du in einen Limitrausch und kannst über das Kommandomenü eine mächtige Fertigkeit namens Limit ausführen. Damit verbraucht es kein ATB einhalten. Dann machen wir das doch jetzt mal. Das war's dann. Der hat ordentlich reingehauen. Alter Falter. Oh, ich bin ein Held. Die Richtung. Im Prinzip. Was? Ach, so schnell konnte ich dann doch nicht mehr aus. Übernimm du. Jetzt hab ich. Nee. So unnötig. Blitz. Gleich nochmal. Ach, schade. Er will nochmal seinen Stachel erheben. Oder? Ach nee. Doch nicht. Stimmt etwas nicht. Er repariert sich. Schnell! Wir müssen ihn vorher ausschalten. Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. Komm! Wir müssen seine Verteidigung durchbrechen. Nur darauf kommt es an. Das haut aber trotzdem ganz schön rein. Nimm das! Bring wir okay. Hinter uns. Stufe 8. Der Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell! Das noch. Wir nehmen jeden Gegner mit. Genau so, verdammt. Oh. Kann man sich auch anstellen? Es ist aus. War okay. Die Stelle ist übrigens sehr interessant, denn im Original war das optional, ob ich Jesse hier helfe oder nicht. Ich habe das zwar im Original immer gemacht. Wonach liegt's denn auf? Mein Bein steckt fest. Hast was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Dass die Zeit stehen bleibt bei den Gesprächen.
Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Hier geht's zum Ausgang. Beeil dich! Worauf wartest du denn, Cloud? Mach hin! Mach hin, ich krieche direkt in den Arsch. Herrlich. Beeil dich! Schneller! Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös! Mach doch, was du willst. Schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Mach dir um mich keine Sorgen! Hab ja Soldatengeleitschutz! Ex-Soldat. Da sind sie! Festnehmen! Ihr knallt gleich! Aus dem Weg! Barrett, reden bringt hier nichts. Das war's dann. Okay. Ja, dann warten auf uns. Etwas Mist, da ist noch so ein Shortcut aufgewacht. Noch so ein Juggernaut. Ich halt wieder schlafen. Nicht übertreiben. Auf Onkel Barrett ist Lass mich mal. Nee, kann ich noch nicht. Das war's dann. Ausgezeichnet. Immer schön mit Blitz. Alles geht. Das war's dann. Da geht noch was. Läuft. War das alles? Hauptsache cool wird's. Ah, die Kiste habe ich ja vorhin vergessen zu öffnen. Ein Äther. Genug. Das war abzusehen. Oh, wo geht's lang? Jetzt muss ich echt kurz gucken, wo ich lang muss. Wie ein Rekrut bei der ersten Übung. Das wollte ich eigentlich nicht. Verzieh dich! Stufen auf Stieg. War schön. Aus dem Weg. Mein Einsatz. Aus volle Kraft. Und tschüss. Bring es hinter uns. Ich zähle auf dich. Warte, ich übernehme. Nein, das war doch falscher. Feuer frei. Und tschüss. Schloss mir lustig. Ach, ich bin ein Trottel. Ich war gar nicht richtig. Und tschüss. Sehr schön. Feuer. Oh, das war knapp. Sir. Ah,
Als Scanner finde ich diese Stelle ein bisschen merkwürdig. Man könnte denken, dass der Präsident alles zerstört hat. Das ist im Original auch ein bisschen nicht so gewesen. Ein bisschen ist gut. Wow, das war cool. Los, weiter.